Enttäusche mich nicht. Miphos, danke! Als ich auf der Flöte spielte, dachte ich, jetzt sei alles aus. Aber dann bist du gekommen. Oh, das war doch nichts. Ich hab doch nichts Großartiges gemacht. Aber du besitzt keine Exvius. Und trotzdem hast du dich in Gefahr gebracht, um uns zu retten. Vielen, vielen Dank! Genius. Solltest du jemals Hilfe brauchen, ich schwöre dir, ich bin für dich da. No. Danke, ich werde auf dich zählen. Ja, das ist ein Versprechen. Bitte enttäusche nicht, Genius. Oh, die beiden sind süß. Und damit begrüße ich euch zu einer Folge von Tales of Symphonia. Am letzten Part ist einiges passiert. Du bist nicht alleine. Einer der Loki erstmal. Du siehst unglücklich aus, Perseia. Nein, ich bin so wie immer. Wirklich? Ich meine... Perseia, ich bin genauso wie du. Was? Ich bin auch allein. Ich glaube, es gibt viele Leute in der Welt, die wie wir sind. Ja. Nein, ihr irrt euch. Ihr beide habt doch uns. Ich mag dich, Miphos, und dich auch, Perseia. Wenn ihr einsam seid, dann will ich euch beide. Dann will ich bei euch sein. Reicht das nicht? Genius, danke. Du hast recht. Ich hab dich und die anderen. Aber ich... Nein, das stimmt. Wir sind Freunde. Danke, Genius. No, jetzt hat Genius ein bisschen gepunktet bei mir. Wieso gehe ich eigentlich rein? Jetzt hat Genius ein bisschen bei mir gepunktet. Versteht mich nicht falsch, ich mag Genius, aber manchmal ist halt so ein bisschen... Ne? So, übrigens, sorry, dass das letzte Part zu abrupt geendet ist, aber... Ist jetzt nicht so wichtig, wieso und was auch immer. Ich habe übrigens... Ja. Okay. Ach, das war das hier. Ja, ich erinnere mich. Ich warte hier. Ich möchte eine Weile allein sein. Miphos. Nein, nein, es hat nichts mit der Flöte zu tun. Entschuldige. Na gut, das ist gefährlich hier. Also bleib in der Nähe. Ja, gut. Wenn wir schon da sind, können wir auch gleich den Rehard zurückgeben, den Miphos sich geliehen hat. Was? Ach ja, bitte macht das. Ach, der hat sich von hier geliehen. Ihr seid zurück. Yuan, Bota ist... Er ist tot. Ja, er hat uns gebeten, dir zu sagen, dass er seine Mission erfüllt hat. Ich verstehe. Dann aktivieren wir das Dimensionstransfersystem. Ihr könnt nach Belieben zwischen den Welten hin und her reisen. Mehr hast du nichts zu sagen? Bota hat sein Leben für die Abtrünnigen gegeben und... Leute, es ist nicht an uns hier zu sprechen. Dieser Typ war schon ewig mit Bota zusammen. Egal, was wir sagen, es würde doch nichts ändern. Na schön. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Unser Freund hat einen Rehard von ihnen geliehen, den wollten wir zurückgeben. Ein Rehard von uns geliehen, aber unsere... Stimmt was nicht? Nichts, ich nehme sie. Ha. Yuan, es tut mir leid. Alle unsere Rehards sind noch im Hangar. Was geht hier vor? Ha! Das ist interessant. Von wo hat er dann den Rehard? Also Miphos. Egal. Das Dimensionstransfersystem der Rehards wurde aktiviert. Somit ist ein beliebiger Wechsel zwischen den beiden Welten möglich. Fliege über den Luftraum des Stützpunkts Zimmerwind oder des Stützpunkts Tefiala. Wo ist der denn? Um den Energieschub für den Raumzeittransfer zu erhalten. Okay, das ist praktisch. Das heißt ja, ihr geht jetzt wieder, oder? Ja, wir bringen dich zu Altessa. Danke. Gut. Wow, man hat einfach direkt hingepottet, quasi. Dankeschön, ich wollte zwar noch ein bisschen... Ja, dann halt nicht! Nun, Miphos, ich wünsche dir eine gute Zeit mit Altessa. Ihr werdet mich besuchen bekommen, versprochen? Natürlich! Pass auf dich auf. Ich werde dafür beten, dass es dir gelingt, deine Schwester zu rächen. Danke. Bisher Schwester rächen, wovon sprichst du? Oh stimmt, wir haben Regan noch nichts davon erzählt.
Hey, das ist doch kein Thema, das wir jetzt freitreten müssen, oder? Warum? Sagst du so etwas, Zelos? Es ist wichtig. Ach, Quatsch. Warum sagst du etwas, Zelos? Es ist wichtig. Das ist jetzt interessant, weil ich habe letztens ein paar Folgen geschnitten von dem Let's Play und da ist es mir irgendwann schon mal so vorgekommen, als ob Zelos Regal kennen würde. Ich glaube, als wir Regal getroffen haben. Und das deutet er jetzt doch mehr darauf hin, dass er die Wahrheit kennt, dass Regal scheinbar Poseas Schwester irgendwie umgebracht hat. Was wir aus diesem einen Skit vom letzten Mal wissen, also vor ein paar Parts, wo Regal das angedeutet hat, sage ich mal. Aber halt zu sich selbst gesagt hat quasi, weil er halt von Alicia wusste. Deswegen kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass er irgendwas mit der Firma da zu tun hat, dieser letzte Rano-Gesellschaft oder so. Also, da wird noch einiges aufgeklärt. Poseas Schwester ist ermordet worden. Ermordet? Ja, Poseas jüngere Schwester stand in den Dienst eines Adligen namens Bryant. Aber dann hat ihr Chef Bryant... Er ist ein Monster. Wie kann man nur ein Kind töten? Schwester? Das kann nicht sein. Poseas, wie war dann der Name deiner Schwester? Alicia... Ich verstehe. Weißt du etwas darüber? Ich weiß vielleicht, wer der Mörder ist. Wirklich? Bringt mich nach Altamira. Oh Gott, jetzt wird's aufgelöst. Entschuldige, aber könnten wir nach Altamira gehen? Ja, den Antrag unterstütze ich. Tut mir leid, wenn ich Schwierigkeiten mache. Okay. Das war jetzt ein sinnloses Gespräch. Pass auf dich auf. Wir sehen uns bald wieder. Okay. Sagt Altessa oder Tabata noch irgendwas oder so? Willkommen, wie geht es euch? Seid ihr verletzt? Nein, alles okay. Ich werde gut auf Mythos 8 geben, keine Sorge. Okay, das ist klar, wundervoll. Jetzt bin ich das ist falsch. Jetzt bin ich gespannt, was in Altamira passiert. Weil es ist jetzt eigentlich alles irgendwie... klar, sag ich mal. Aber wie wird es Regal jetzt den anderen beibringen? Das wird jetzt ziemlich spannend. So, jetzt ist die Frage, wo war Altamira nochmal? Moment, das war auf der Insel da, ich erinnere mich. Ach, war der Servant-Stützpunkt, das da bei diesem braunen Stein da oben, dieser eine Reisepunkt, oder hinten so ein Gespräch? Oder, Quatsch, der Teferda-Stützpunkt meine ich. War es der da hinten oder was war das nochmal? Sag mal, ist es nicht sehr schwer, die Balance zu halten, wenn deine Hände aneinander gefesselt sind? Tja, es war sehr schwer. Ich bin oft hingefallen. Das ist schwer vorstellbar. Ich habe dich nie fallen gesehen. Wirklich? Aber letztendlich ist alles eine Frage der Gewöhnung und des Trainings der unteren Körperhälfte. Wenn deine Muskeln nicht schnell genug reagieren, nutzt dir auch ein gutes Gleichgewicht zu nichts. Nutzt ja auch ein guter Gleichgewichtssinn nichts. Deshalb bist du so muskulös. Ob ich wohl auch mehr Muskeln bekomme, wenn ich viel trainiere? Hast du Lust, an meinem Morgentraining teilzunehmen? Ja, um wie viel Uhr soll ich aufstehen? Kurz nach 4. Vergiss es. das ist... wundervoll. Ich speichere mal kurz. Falls jetzt irgendwas passiert oder so. Moment. Hier. Vielleicht rastet da war ein Dialog. Erinnerung an Corinne. Oh. Mit welchem Elementargeist werden wir den nächsten Pakt schließen? Du bist ja selbstsicher geworden. Ganz anders als früher. Das liegt an Corinne. Corinne hat mir Mut gegeben. Ja. Ja, für uns war er ein lieber Freund, ein vertrauenswürdiger Kamerad. Auch wenn man leider kaum was von ihm gehört hat, aber trotzdem mochte ich ihn irgendwie. Rain. Und ein faszinierendes Forschungsobjekt. Das ist doch wohl unglaublich. Das ist Rain, wie sie im Buche steht. Wie hast du von Alicias Schicksal erfahren? In Alicias Grab im Azurgarten der Firma Lezzareno. Ich verstehe. Lass uns also dorthin gehen. Jetzt wird spannend. Okay, man kam... Ist hier vielleicht noch irgendwas, wo der Typ letztes Mal stand? Nee.
Ich dachte erst, dass hier das Alicias Grab wäre, weil da halt die Blumen davor liegen, aber... Nö, scheinbar nicht. Ich frage mich, was das denn ist. Irgendwie wird das noch wichtig irgendwann? Keine Ahnung. Ich bin jetzt gespannt, ob wer aus der Firma vielleicht Regal erkennt. Ich bin mal gespannt. Boah, was ist passiert? Was geht hier vor? Der X4 Broker Varley ist reingegangen. Varley, dafür der büßen. Lass uns reingehen. Okay, dann kämpfen wir jetzt bestimmt, oder? Tell me the password to the inner area of the Toys Valley Mine, now! I don't know anything about it. Wrong answer! How about I tell you instead? Master Regal, what are you doing here? So, the president himself decided to pay a visit. Perfect. President? The route to the Toys Valley mine opens by my voice print and cornea scan. Forcing it open would undoubtedly cause the X-Sphere mine area to collapse. Is that so? In that case, Regal, you're just going to have to come open it for us. I'm going to be out of business if I don't get my hands on some more X-Spheres. I think not. Besides, Rodial is dead. You don't have anyone to unload huge numbers of X-Spheres on. Are you stupid? I don't need Rodial. I've got the Pope himself on my side. And there's plenty of people around who'd love to get their hands on some X-Spheres. That's enough. I cannot forgive you for killing an innocent person. Kujinawa, you're working with this guy? Soon, the king will die, and the Pope will take over. And when that happens, I'm going to grind your pathetic Lazzareno company into the ground! Are you all right, George? Yes, Master Regal. Thank you. Alicia, what do you mean? My name is Regal Bryant. I was granted the title of Duke by His Highness, and also the President of Lazzareno Company. Although it would seem that the Chosen already knows me. I saw you at one of the Princess's birthday parties. Oh yeah. I'd forgotten that this guy's actually a member of High Society too. Then Alicia's killer, Bryant, is... Well, wait. It can't be... Regal. Alicia. Master, I'm so happy to see you again before I disappear. I'm sorry. Even after death, you still suffer. It's all right. It's not your fault. Alicia. What do you mean? Alicia and I were in love. Then I, his servant, interfered and forced them apart. Alicia was handed over to Varley. He wanted to use her in an X-Sphere experiment. Was he trying to create Crucius crystals? It seems so. But the experiment failed. I've fulfilled my promise. The mine is yours. Now please, return Alicia to me. Sure thing, Bob. You can have her. I don't have any use for a failed piece of work like that anyway. What? This is Alicia. She wasn't compatible with the X-Sphere experiment. Worked just fine on another from her family. Master Regal, please, kill me. I can't. I could never kill you with my own hands. It's because I love you that I want you to do it.
Master Rigo killed me in order to save me. It was the only way. Just like Marble. I'm so glad I got to see you again in the end. I have no regrets now. So please, Rigo, stop punishing yourself. Amicia. But with my own hands, I... It will disappear very soon. So please, don't leave me anything to worry about. You don't need those shackles. You've suffered enough. I took the life of the one I love. These are the symbol of my crime, as well as my punishment. You don't need that punishment anymore. Please, Rigo. Genus and I once experienced the same thing you did. And I also imagined what it must have been like for my dad. When my mom turned into a monster and he struck her down, he must have suffered as well. Your father did the same thing? That's what I heard. I don't know if the decisions you or my dad made were correct, but I don't think my mom would have wanted my dad to punish himself and live the way you have. Is that true? Yes, it's just as he says. At least, I don't want you to live like that. All right, but I will never use these hands as tools of death. I swear that to you. To you and to Lloyd. And once we have defeated those who use X-spheres to toy with people's lives, I shall remove these bonds. Thank you, Master. Persea, I think I can finally rest in peace. Please destroy the crystal before I am totally absorbed into the X-sphere. Why? Can't you stay like you are now? If I stay like this, I will live on forever. Isolated consciousness. Unable to even speak, existing for eternity, would be true hell. Persea, Rigo, what do we do? Please, set her free. Yes. Goodbye, Alicia. Thank you. Persea, please forgive Master Rigo. Please. I'm sorry I never said anything about this until now. I am a criminal. Master Rigo confessed to killing Alicia and went to prison on his own will. While I was in prison, the Pope promised to arrest Varley in exchange for kidnapping Colette. I believed him and agreed to do it. So that's why you are after us. Please. I ask you to postpone my final judgment until we and stop them from using X-spheres to toy with people's lives. As long as it's okay with Persea. Anyway, we'd already thought of Rigel as a friend. I exist only in the X-sphere. Soon even my consciousness will be gone. The X-sphere killed my body. And absorbed by consciousness. You don't need that punishment anymore. Please, Rigo. Wieso hat sie jetzt mal das gleiche gesagt wie Alicia? Aber okay, das war wirklich jetzt krass gerecht. Ihr beide seht nicht glücklich aus. Wir haben Rodaya getötet, aber das Rad der Zeit lässt sie nicht zurückdrehen. Alicia, Botan, all die anderen und meine verlorene Zeit. Die Zeit schreitet weiter voran. Egal was passiert, sie schreitet von der Vergangenheit in die Zukunft. Aber entscheidend ist, ob du dich einfach treiben lässt oder mit eigenem Willen vorangehst. Ich möchte die Zukunft auf eigenen Beinen betreten, mit meinem eigenen Willen. Bisher habe ich meine Zeit immer ohne Gedanken vertan.
Auch ich muss den Weg ändern, auf dem ich bisher durch das Leben gelaufen bin. Auch für Alicia, sie hat mich stets gerettet, selbst nach ihrem Tod. Ja, wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber die Zukunft schon. Ich werde mit euch zusammen daran arbeiten. Mein Dank ist dir gewiss. Dankeschön. Ja, das ist schon ziemlich krass. Jetzt ergibt auch alles mehr Sinn. So insgesamt halt. Kann man jetzt hier noch irgendwas machen? Wenn man jetzt zum Beispiel mit Riegel hier spielt, sagt er irgendwas was anderes zum Beispiel, weil ich bin ja der Präsident deswegen. Ah, niemand muss halt. So. Ja, ich bin zwar der Präsident, aber okay, dann guck mal, wie er läuft. Er hält sich den einen Arm auf den anderen. Das ist ziemlich spannend. Kann ich Ihnen helfen? Nein. So. Ja, aber jetzt ergibt halt, wie gesagt, so einiges auch noch mehr Sinn. Zum Beispiel, wieso Riegel einfach oder eigentlich Colette angegriffen hat und so. Guck mal, das ist gut. Jetzt sagt er sogar Master Riegel zu mir. Aber nichts weiter, wow. Ich bin der Präsident! Meine Güte, was ist los? Das ist witzig. Ach ja. Okay. Ich habe aber keine Ahnung, was wir jetzt als nächstes machen sollen. Die Aufgaben eines Präsidenten. Wow, Riegel ist also der Präsident der Gesellschaft. Wenn du der Präsident von Lazzarano bist, müssen wir uns schon einmal begegnet sein. Wenn du versuchst, mehr zu... Ja, geh halt ganz schnell weg, Text ist mir auch recht. Meine Güte. Entschuldige. Wow, der Präsident einer Gesellschaft, du bist wirklich wichtig. Sag mal, was hat ein Präsident eigentlich so zu tun? Wie kannst du das fragen? Ein Präsident ist ein Präsident, er ist wichtig. Ja, aber was macht er so? Also, los, erklär mir, was ein Präsident macht. Mir fällt gerade ein, dass ich etwas Dringendes zu erledigen habe. Und ich habe etwas zu besprechen. Genau, ich muss etwas mit Colette besprechen. Wie bitte? Hey, kommt schon, warum klärt mich nicht einer auf? Ich glaube, es gibt nur wenige, die wissen, was genau meine Aufgabe ist. Ja, dann sagst du mir doch deine Aufgabe. Meine Güte, Riegel, was ist los mit dir? Ach ja, aber okay. Ich würde sagen, das war's halt so größtenteils für diesen Part. Ich weiß, kein weiteres Ziel, oder? Vielleicht kann man noch irgendwo in der Stadt was machen oder so, keine Ahnung. Das werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Part rausfinden. Ich habe noch nie mit Riegel gespielt. Ich will mir das mal angucken, wie er funktioniert. Der ist auf jeden Fall ziemlich langsam, aber er teilt einiges an Schaden aus, sag ich mal. Gefährtin, okay. Wir haben auch von neuen Titel für Riegel gehalten. Ah, jetzt steht auch sein Nachname da, das ist ziemlich cool. Okay. Ja, dann im nächsten Part werden wir wieder nach Dings gehen. Ich wollte nicht damit fliegen. Nach Altamira gehen und ja, mal gucken, ob da noch was gemacht werden kann. Und ansonsten gucken wir dann mal, was wir halt sonst so machen können. Keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall sagen, wir sind im nächsten Part von Tales of Symphonia wieder. Bis dann und ciao. Euer V-Road. Tschüss.